Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir haben jetzt wieder den oder wir haben jetzt wieder mal Dünger geladen. Upsala. Na, so möchte ich ihn gern eingestellt haben, den Produktionsinfo hat. Diesmal nicht hängen geblieben, sondern durchfahren können. Und hoffentlich geht jetzt alles in den Separator. Hoffentlich geht alles in den Separator. Oh Mist. Dann muss ich wieder gucken, wo wir das hinbringen. Keine Verträge, Aufträge. Gut, wir haben 160.000 Liter Diesel schon wieder. Okay, wir könnten an die Leerpalette fahren. Das wird, glaube ich, nicht mehr reichen. Oh, Hühnerfleisch ist auch mal voll bald. Separator hat 600.000 Kapazitäten. Die haben wir eigentlich gut gefüllt. Düngeherstellung geht auch nichts mehr rein, also wird es wohl oder übel das Lager sein. Oder komm, wir fahren einfach kurz zum Klärwerk runter. Ah, die 25.000, die können wir ja auch ins Klärwerk bringen. So, das heißt, Separator haben wir komplett voll. Das ist gut. Kläranlage, BGA ist komplett voll, Düngeherstellung ist voll und wir haben immer noch an der BGA, ne? Am Kuhstall von Gülle. So. Das ist echt nicht schlecht. Upsala, wo bin ich jetzt hier festgefahren? Habe ich mich jetzt hier festgefahren? Ich weiß es nicht, aber ist egal, ich bin wieder frei. So, und wir werden jetzt natürlich Flüssigdünger holen. Können wir auch mal schauen, was der gerade kostet. Vielleicht sagen wir auch wirklich, komm, wir verkaufen den. Das hat er uns vorher mal angezeigt, 3300. Ja, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Sag's mal so, also eine Überlegung ist es definitiv wert. Den dann zu verkaufen. So. Also das ist echt Luxusprobleme mit der Gülle, ne? Natürlich geht es jetzt nicht. Mineraldünger, hier Flüssigdünger. Den hätte ich gern. Schauen wir mal nach, was der jetzt einfach bringt im VK. Da ist ja gerade eins unten drunter. Und da sind wir auch schon 3323 am Hafen. Ja, komm, da gehen wir verkaufen. Wie sieht es dann eigentlich aus mit der Preisänderung? Ja, 3,3, da sind wir eigentlich schon gut dabei. Wenn wir den dann verkaufen und dann lüptert. So, in der Zeit kann ja dann auch unser Kollege hier oben weitermachen. Oder ist er schon ziemlich fertig? Oh, der ist schon ziemlich fertig. Das ist ja cool. Ah, dann können wir diese Folge wahrscheinlich doch noch in den Oktober wandern.
das wäre echt cool. Wenn das gehen würde. Na gut, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen stehen und warten, bis das aufgeladen hat. Das dauert halt immer noch einen kleinen Moment, sag ich mal. Oh, Klärwerk Gärreste. Ja gut, dann verkaufen wir jetzt 1, 2 Fuhren Flüssigdünger und dann stellen wir den an die BGA und da soll er dann laden. Weil das braucht ja immer noch seine Zeit, ne, das Laden. So, haben wir geschafft. Ist voll geladen. Oder ist jetzt voll geladen, die Produktion ist geleert. Das war ja das primäre Ziel. Jetzt füllen wir erstmal ganz gemütlich komplett auf und dann geht es zum Hafen und da verkaufen wir dann den Flüssigdünger. Komm, ich fahre jetzt einfach mal hier hoch, dass ich jetzt auch bewusst mal andere Wege fahre. Ah, nicht immer nur meine Standardwege fahren, sondern auch jetzt auch mal andere Wege. So können wir dann nämlich auch wirklich immer die Map so ein bisschen beobachten, ne? Und auch vielleicht sehen wir dann auch mal auf den Feldern das ein oder andere, was uns gefällt. Und dann können wir vielleicht auch sagen, jo, das kaufen wir. Bevor wir jetzt am nächsten Tag das Feld kaufen, werden wir. Oh, ich habe das Blinken vergessen. Bevor wir am nächsten Tag das Feld kaufen, werden wir gucken, was wir verkaufen wollen. Und dann kaufen wir das, weil das Feld wird uns erstmal, glaube ich, in der Precision Farming Beurteilung nach unten drücken. Und um das zu verhindern, um dann nochmal so einen kleinen Bonus mehr rauszuholen. Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht mit dem Precision Farming, dass du da nochmal einen kleinen Obolus dazu bekommst, ne? Also Prozent, 10% oder so dazu dann bekommst, je nachdem wie du deine Felder halt pflegst. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool die Idee. Und siehe da, es gibt einen kleinen Geldregen. Also, wir brauchen uns jetzt erstmal nicht mehr beklagen, dass es zu wenig sei. Das ist echt ausreichend aktuell. Ich glaube, ich bin bei 7% Precision Farming Bonus. Das kommt meines Denkens nach ja daher, dass es ziemlich wenig Kalk auf den Feldern war, ne? Das hat uns schon ordentlich runtergedrückt. Wir haben jetzt ja jedes Feld wieder gekalkt, also außer Feld 8, da stimmt glaube ich irgendwas nicht. Mit Feld 8. Weil es wurde gekalkt, aber es zeigt dir halt einfach nichts an. So, hier pfeifen wir einfach durch. Eben am Hafen haben wir auch bisher selten was verkauft. Also wenn dann eher war es der Bahnhof, wenn es exportiert wurde. Hafen haben wir eigentlich sehr, sehr wenig gemacht, ja. Muss ich zugeben.
So, aber ich werde jetzt wieder in die Außenansicht gehen. Einfach um hier auch besser das steuern zu können. Ja, dann nehmen wir noch mal die 250.000 Liter mit. Der darf zum Hof fahren. Und jetzt muss ich, jetzt ist der Moment da, wo ich nochmal durch die Fahrzeuge tappe und nicht irgendwo eins vergessen habe auf dem Feld. Weil das wäre schon richtig ärgerlich. Okay, hier steht der. Ja, den können wir auch mal ein wenig wegstellen. Da können wir es auch erstmal lassen mit. Na, sag's mir. Können wir auch erstmal lassen. Mit auffüllen. Jetzt habe ich's. Können wir dann, wenn wir sie wieder brauchen, auffüllen. Weil dann haben wir auch das Saatgut produziert. Den Dünger haben wir dann schon wieder viermal produziert. Genau, das Feld kann ich rauswerfen. So, jetzt geht erstmal der Traktor weg. Dann gehe ich jetzt nochmal durch und. Also eigentlich dürfte ich jetzt keinen mehr vergessen haben. Es müssten eigentlich alle wieder auf dem Weg zum Hof sein oder zumindest beim Hof. So, ja gut. Hier unten haben wir nicht so gut wie keinen. Vergessen, genau. So, das heißt, wir fahren jetzt den Flüssigdünger wieder zum Hafen. Und dann laden wir einfach mal die Gärreste. Jetzt habe ich nicht geblinkt. Egal. So, doch, wir können diese Folge wirklich schon in den Oktober gehen. Wir müssen jetzt nur hochfahren, das verkaufen, runterfahren, anfangen zu laden und dann werde ich auch schon spulen. Ich prügel jetzt hier mit 90 durch die 30er-Zone. Ist auch nicht ganz so die feine Art. Aber egal, es ist ja ein Spiel. Also in Real Life würde ich da nie mit 90 durch die 30er-Zone prügeln. Aber es hat schon seinen Sinn, warum da 30 ist. Sind wir schon gleich wieder am Hafen. Aber das geht mit dem Volvo geht es eigentlich recht fix, ne? Ja, damit 90 rüberfliegen können. Das geht ja schon recht fix. Das ist halt so ein klein bisschen haben wir schon vorher ausgezahlt bekommen. Und jetzt halt den großen Rest. 3,5 Millionen haben wir schon wieder. Also die NF Marsch, die lebt. Und ich glaube, so gut ging es mir im 19er eigentlich nie. Obwohl doch, im 19er ging es mir auch gut, also. Da kann ich mich auch nicht beklagen. Wie gesagt, da war ja der Dünger, war ja so ein. So mit Dünger und Saatgut habe ich mich ja. Haben mir eine goldene Nase verdient. Und das war so die zwei Garanten, damit ich überhaupt Produktion kaufen konnte. Im LS19. Und hier muss ich sagen. Bisher, was am meisten abwirft, ist wirklich der Fischer. Der Fischer und das Sägewerk. Die zwei, die werfen hier auf dieser im LS22
am meisten ab. Es ist zwar gut ausgebalanced, aber der Fischer und das Sägewerk, die zwei sind wirklich die Cash-Cow hier auf dem Spielstand. Also kann man echt nichts dagegen sagen. So, der McCormick ist ja endlich am Hof angekommen. Das ist gut. Genau, zack, wir laden zum McCormick. So, jetzt geht natürlich erstmal die Zeitskalierung hoch. Und dann können wir schauen, wie was wo. Hummer am Aldi zum Beispiel, ne, sowas da zu verkaufen. Haben wir auch so einen kleinen Millionenbetrag. Oh, und Gärreste in der Düngeherstellung. Eieiei, also Düngeherstellung, die ist jetzt beliebt. Beziehungsweise die Gärreste. Weiß ich gar nicht, wie viel haben wir denn eigentlich in der BGA noch an Gärresten liegen. Speichern, nicht vergessen, ist ganz wichtig. Bumm, hat es wieder Bumm gemacht. Wie viel Gärreste haben wir da? Okay, wir haben Kapazität für zwei. Das passt. Tierhaltungskosten 400. Sägewerk, Leerpaletten, Ausgang fast voll. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, ne, dass das noch kommt. So, Heutrocken und Luzerne frisch. Ja, diesen Monat werden wir auch wieder Luzerne anbauen. Tierhaltungskosten, genau. Das heißt Pferdchen. Machen wir hier mal ganz kurz hier sauber. Dürfen wir natürlich nie vergessen. So, wie ist es hier? Gesundheit 3. Wir haben 300 Tiere bekommen. Uff. Uff. So, okay, wir schwingen uns hier sofort in den MAN. So, das ist wieder das Lustige. Mit dem Licht. Und jetzt auch definitiv im nächsten Monat, wir fahren Kühe weg. Weil das werden jetzt langsam wirklich zu viele Kühe. Gerade vom letzten Wurf, ne? Da kommen gerade die Kühe weg. Wegfahren. Haben sie ja zum Glück vom Hof nicht so weit, um sie zu verkaufen. Aber das müssen wir echt machen. Die müssen weg. So, balla. Erstmal einen kleinen Drift hier hingelegt. Jetzt dürfen wir das Sägewerk raussuchen. Beziehungsweise gucken wir erstmal Zuckerfabrik. Oh, der Zucker ist auch fast voll. Aber gut, 145.000 Zuckerrüben hätten wir schon. So, das Sägewerk mit 240.000 Liter. Das sind dann auf jeden Fall ein paar Palettchen. Und jetzt können wir auch wieder die Zeit schneller laufen lassen. So. So, wir haben die Leerpaletten wieder eingesammelt. Dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Genau, kommen wir hier rum. Zuckerrüben sind dann erntereif.
Sägewerk Holz. Okay, das heißt, irgendein irgendein Holzfäller läuft jetzt nicht auf Volllast oder wir haben zu viel. Weil in diesem Monat karren wir jetzt kein Holz ran eigentlich, ne? Gut, wir werden es ja dann sehen, wenn es soweit ist. Aber jetzt haben wir 7 Uhr. Jetzt können wir es ja auf mal 3 stellen. So. Aber gut, meine Freunde. Das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.